heute soll es um eigentlich ein positives Event gehen, was jemand besucht hat, eine Kuschelparty, und was dann daraus geworden ist. Und dass ich in einem Coaching oder in einem Gespräch gestern mit ihm das aufarbeiten musste und auch erfahren habe, dass Kuschelpartys eigentlich gar nicht so das sind, was ich mir darunter vorgestellt habe. Guten Morgen. Ich habe da echt ein bisschen dran zu knabbern, weil ich selber auch schon Menschen empfohlen habe, dass sie doch einfach eine Kuschelparty besuchen sollen. Ich war selber noch nie auf einer Kuschelparty, aber ich habe mir das so vorgestellt, dass man sich dann halt trifft und dass man fremde Menschen dann nach einer kleinen Kennenlernphase, wo man vielleicht ein bisschen redet, dann einfach miteinander kuscheln und ja, Zärtlichkeiten austauschen und ja, Liebe schenken. Einfach irgendwie so unkompliziert und ja, einfach schön. Aber Kuschelpartys, das ist so irgendwie so ein ganz, ganz abstoßendes Konstrukt für mich. Also der Mann, mit dem ich gestern das Gespräch hatte, erstmal ist das ja so unglaublich schade. Ein Mensch geht zu einer Kuschelparty, weil er sich etwas Gutes tun möchte, und dann muss er sozusagen oder fühlt sich genötigt, das aufzuarbeiten und in einem Gespräch. Und das ist halt einfach so schade. Und ja, also der Mann, das war ein älterer Mann, der war so um die 50, obwohl ich nicht ganz so gut im Alter einschätzen bin, aber ich glaube, so um die 50 wird er gewesen sein, hat erstmalig an so einer Kuschelparty teilgenommen. Das war in, ja, vielleicht ist das nicht so cool, wenn ich das sage, für die Betreiberin der Kuschelparty. Ich sag mal, das war im Großraum Ruhrgebiet und, ja, Ruhrgebiet, glaube ich zumindest, nicht geografisch. Aber es ist eigentlich auch egal, wo es ist. Die findet es mittlerweile in jeder Stadt. Und jetzt weiß ich auch, warum es die in jeder Stadt gibt. Also zum einen ist das eine total kommerzielle Veranstaltung. Also das ist nicht irgendwie, man trifft sich einfach so wie diese Potlucks über Facebook und dann trifft man sich einfach zum Kuscheln, sondern das ist eine richtig, richtig kommerzielle Veranstaltung. Und ihr bezahlt da nur um 1,5 Stunden da zu liegen und mit den anderen zu kuscheln. Da wird auch keine Leistung erbracht in irgendeiner Weise. Vielleicht gibt es einen Tee oder so. Also da gibt es im Endeffekt ja nur Matten, die da liegen, und ihr zahlt da für eine Stunde 20 bis 50 Euro. Das ist das Erste schon, wo ich sage, boah, das Bedürfnis der Menschen nach Zärtlichkeit, nach Kuscheln, das wird einfach monetarisiert, das wird schamlos ausgenutzt, meiner Meinung nach, bei so einem Preis. 20 bis 50 Euro. Ich meine, ich gehe wenn ich zum Mantra singen gehe zum Beispiel, das ist auch ein Raum mit Matten da. Und da singen wir teilweise 2 Stunden, manchmal auch länger, und geben dann freiwillig, was wir möchten. So, auf freiwilliger Basis läuft das ab. Und da gibt jeder, je nachdem, was er hat, zwischen 1, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, manche geben auch 20 Euro. Ja, das kann aber freiwillig dann bestimmt werden. Auch je nachdem, wie derjenige. Das ist auch das Prinzip, wie mein Coaching abläuft, auch wie das immer abläuft. Jemand kommt, wir reden miteinander und dann entscheidet derjenige, wie viel ihm das wert gewesen ist. Und ich bin dann auch nicht böse, wenn jemand zum Beispiel jetzt dann 5 Euro gibt oder sowas nach einem Gespräch, wenn man eine Stunde miteinander geredet hat, sondern das ist dann ihm einfach so viel wert gewesen. Beziehungsweise dieser Mensch hat gar nicht so viel Geld zur Verfügung. Und die 5 Euro, die es ihm wert gewesen sind, das ist ein Äquivalent wie jemand, der 100 Euro gegeben hat. Und das ist ihm genauso viel wert. Ich kenne das ja selber aus meiner reichen Zeit. Da habe ich Geld, da hatte ich einen ganz anderen Bezug zum Geld. Und, aber bei diesen Kuschelpartys ist es tatsächlich so, 20 bis 50 Euro zahlt ihr da ja, Eintritt quasi. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Auch wenn ich, wie gesagt, das Bedürfnis habe, das Gefühl habe, dass das Bedürfnis nach Zärtlichkeit der Menschen einfach da wirklich schamlos auch ausgenutzt wird. Aber wir kommen jetzt zu seinen Erfahrungen bei dieser Kuschelparty. Also zum einen, diese Kuschelpartys sind komplett angezogen. Das heißt, man darf nicht irgendwie jetzt
nackt irgendwie in irgendeiner Weise sein, sondern man muss halt komplett bedeckt sein. Das ist wahrscheinlich angemessen an unsere deutsche Kultur, für viele sogar eher angenehm. Für ihn war das, sag ich mal, auch okay. Ich sag's euch bloß mal, weil ich halt jetzt erfahren habe, wie so die Kuschelpartys ablaufen. Es gibt einen Regelkatalog, es gibt Regeln zum Kuscheln. Und ja, also man kann ja nicht einfach fließen lassen, sondern man muss ja, sich an die Regeln halten. Und das ist jetzt auch der deutschen Kultur angepasst, aber ja, da hört es bei mir auch schon auf, muss ich sagen. Klar gibt es grundsätzliche Regeln, die man hat, ein Grundgesetz. Man darf jetzt keinen Kopf abschlagen oder sowas. Ne? Oder ich darf jetzt niemanden vergewaltigen oder sowas. Das ist doch normal. Da braucht es aber keine Regeln zu einer Kuschelparty. Ne? Es gibt die normalen Regeln, dass ich nicht irgendwie zum Beispiel gegen den Willen eines anderen irgendetwas durchsetze. Aber naja, diese Regeln sind halt zum einen, dass man halt komplett angezogen ist, was wie gesagt für den meisten wahrscheinlich sogar angenehm erscheint und ja, in erster Instanz wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Und dann ist das auch so, da gibt es dann die Regel, der Intimbereich darf nicht berührt werden. Und ich habe mal auf den Webseiten gelesen und da steht tatsächlich oft da, die Bikini-Zone darf nicht berührt werden. Jetzt überlegt mal, zu dieser Kuschelparty gehen Männer und Frauen und als Regel steht da, die Bikini-Zone darf nicht berührt werden. Fällt euch was auf? Also der Mann hat keine Bikini-Zone, aber halt auch einen Schambereich. Da wird explizit schon quasi vorher suggeriert, dass die Männer in den Intimbereich der Frau eingreifen wollen und dass das verboten ist. Aber das ist, theoretisch müsste ein Intimbereich hingeschrieben werden, weil es ist ja auch so, dass der Mann einen Intimbereich hat und vielleicht das auch nicht möchte, dass da reingegriffen wird oder so. Und also erstmal, das ist offensichtlich diskriminierend, ne? Weil da einfach ein Klischee bedient wird. Der geile Mann geht zur Kuschelparty, will in den Intimbereich der Frau reingreifen. Und ich sage das deshalb, weil da kommt noch was. Und zum anderen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also Intimbereich ist ja nicht nur Intimbereich, sondern auch Brust gilt als Sexualorgan. Auch nicht angefasst werden. Aber natürlich nur bei der Frau. Beim Mann steht das nicht explizit da, weil beim Mann ist das natürlich kein Sexualorgan. Obwohl meine Brustwarzen wahrscheinlich mindestens so empfindlich und so erregend sind, also für mich, als wie bei vielen Frauen. Aber ist halt nicht so. Und also kommen wir erstmal zu dem Punkt, dass ich der Meinung bin, dass wenn man kuschelt und mal den Po berührt oder die Brust berührt oder den Intimbereich berührt, gerade wenn 3, 4 kuscheln, und das kann ich aus eigener Erfahrung sehr gut sagen, da weißt du manchmal gar nicht, was du da gerade berührst. Na? Also da ist es schon so, dass es einfach fließt und dann wieder überlegen muss, beim Kuscheln, beim sich gehen lassen, beim sich fließen lassen, beim energetischen Austausch. Oh, beginnt jetzt der Intimbereich oder beginnt jetzt nicht der Intimbereich? Alter, dann kannst du das nicht so fließen lassen. Dann bist du im Kopf, dann bist du im Denken. Es funktioniert nicht. Diese Regel ist totaler Unsinn. Man ist ja angezogen. Ne? Also wegen Austausch von Bakterien, dass man vielleicht irgendwie an der Hand irgendwie Bakterien hat, die dann an den Penis kommen könnten oder an die Muschi oder auch immer, oder ins Arschloch, oder wenn man ins Arschloch fasst zuerst und dann so. Aber ich meine, davon mal abgesehen, man ist angezogen. So, und wenn man da irgendwo dran fasst, dann ist es eben so. Also das finde ich schon ein bisschen, ja, ach gut, soll jeder für sich, aber dass man das verbietet, ist halt so. Ich meine, ich würde beim Kuscheln auch nicht irgendwie eine Muschi reiben oder sowas, logischerweise, oder Brüsten oder sowas. Aber wenn man zärtlich sich streichelt und dann kommt man in den Intimbereich, gerade wenn jetzt 3 oder 4 Personen irgendwie so da liegen, dass die Hand halt eben gerade dort ist, weil beim Kuscheln ist schon sehr unnormal, in den Intimbereich zu kommen, wenn jetzt nicht die Frau vielleicht auf dem Rücken liegt und ich neben ihr liege. Aber also das als Regel zu fixieren, finde ich Unsinn. Genau. Aber das Entscheidende ist, warum wir gestern miteinander gesprochen haben, ist, dass er das Gefühl gehabt hat, dass er als Mann diskriminiert wurde. Und da geht's weiter. Es gibt auf den Webseiten, gibt es ja viele, da man ja damit sehr gut Geld verdienen kann, offensichtlich, mit dem Bedürfnis dieser Menschen, gibt es ja mittlerweile in fast jeder Stadt so eine Kuschelparty und jemand, der das anbietet. Und da gibt es auf einigen Webseiten halt eben auch, ja,
ähnlich wie es halt auch in der Sauna. Das gibt oftmals, bei uns im Osten glücklicherweise nicht, aber im Westen habe ich das schon gesehen, da gibt es so, tatsächlich sowas wie Frauensaunas. Da gehen eben nur Frauen hin. Und genauso gibt es Mädelskuschelabende, wo halt nur Frauen kuscheln. So. Wo Männer ausgegrenzt werden. Aber gibt es Männerkuschelabende? Nee, natürlich nicht. Also, ja, der Mann, und das war auch sein Gefühl, gerade weil er nun ein älterer Mann gewesen ist. Seine Frau ist gestorben vor 3 Jahren an Krebs. Und er hat das Gefühl gehabt, so behandelt, also er sehnt sich einfach nach Zärtlichkeit. Und er hat jetzt noch keine neue Frau kennengelernt, weil er auch noch ein bisschen zu tun hat so mit der Bewältigung vom Tod. Das ist auch eine Sache, die wir dann wahrscheinlich noch gemeinsam auch aufarbeiten werden. Aber er hat einfach schon das Bedürfnis auch nach Zärtlichkeit, nach körperlicher Berührung. Und er hat das Gefühl gehabt, und er ist ein sehr sensibler Mensch gewesen, dass er so ein bisschen gesehen hat, wie so ein notgeiler Bock oder sonst was. Obwohl er überhaupt kein Interesse an Sexualität, also an Erregung gehabt hat. Er wollte wirklich tatsächlich nur Zärtlichkeit. Und dann kommen wir zur nächsten Regel. Also du bist bei dieser Kuschelparty und dann bringen alle einen Tee, legen sich hin und fangen an zu kuscheln. Und dann kannst du nicht einfach kuscheln, sondern du musst fragen. So, du näherst dich einer Person und also fragst du entweder verbal oder schaust du an oder ihn an. So, und dann darf der oder diejenige oder sollte dann antworten. Mit Ja oder mit Nein. So. Und er hat dann halt nun angefangen, sich dann entsprechend zu der einen Frau hinzulegen und wollte sie berühren, beziehungsweise hat gefragt und sie hat dann Nein gesagt. Okay, ist er zur nächsten gegangen, Nein gesagt. Und so haben halt alle im Raum Nein gesagt. So. Und dann hat sich die Kursleiterin oder die sich das sozusagen zur Verfügung gestellt hat, da ist er dann hingegangen, also beziehungsweise hat seinen Arm gehoben, das war das Zeichen, dass dann jemand kommt, so, also der das betreut oder die, und hat er gesagt, dass es unangenehm ist, dass er ja gar nicht kuscheln kann. Und dann hatte die Kursleiterin zu ihm gesagt, ja, das ist er dann eben so. Du willst ja keiner mit der kuscheln. Okay, und da gab es danach noch so einen Gesprächskreis, da sind allerdings fast alle Frauen gegangen, sondern waren eben nur noch die Männer, die da auch einen Redebedarf haben. Und dort hat man dann schon so mitbekommen, dass es tatsächlich auch so ist, wie du das halt kennst in unserer Gesellschaft, ne? Dass halt auf Äußerlichkeiten geachtet wird, primär geachtet wird. Und ja, dass halt die jungen Männer, die anwesend waren, mit denen wurde gekuschelt, herzhaft gekuschelt, aber die älteren Männer, mit denen wurde eben nicht gekuschelt. Oder nur sehr sporadisch gekuschelt. Und ja, so haben dann teilweise die älteren Männer, ja jetzt nicht, aber die anderen, haben sich halt dann, obwohl sie selber halt gerne mit einer Frau gekuschelt hätten, was sicherlich nachvollziehbar ist, halt versucht halt mit anderen Männern zu kuscheln. Und ja, das ging auch irgendwie, aber ist halt, man kann sich da nicht so gehen lassen. Und das ist auch verständlich, ist dann noch eine stärkere Prägung, ja, dass Männer nicht mit Männern kuscheln. Wie dem auch sei, auf jeden Fall war das sehr unschön. Und ja, und er hat sich diskriminiert gefühlt. Und alles, was ich so gehört habe und alles, was ich auf den Webseiten gelesen habe, Männer werden diskriminiert bei Kuschelpartys. So, ganz offen. Und nicht nur Männer werden diskriminiert, es geht weiter. Behinderte werden diskriminiert. Es steht explizit da, körperlich und geistig Behinderte dürfen nicht an den Kuschelpartys teilnehmen. Haben dort nichts verloren. Gerade die Menschen, die eine Behinderung haben, das ist oftmals so, dass diese besondere Zärtlichkeit brauchen. Weil da die Aversion, die Ablehnung gegenüber Körperlichkeit noch viel größer ist in unserer Gesellschaft, mit einem Behinderten irgendwie zärtlich zu werden. Ne? Man ist ja da, man diskriminiert ja Behinderte oft positiv. Ne? Man hilft ihnen, wo sie gar keine Hilfe wollen. Und aber auf Kuschelpartys steht bei fast allen Webseiten da, keine Menschen mit Behinderungen sind sozusagen ausgeschlossen. Also ganz ehrlich, das hört sich richtig, richtig perfide an, diese Kuschelpartys.
Und ich habe extra jetzt wirklich ein paar Webseiten recherchiert für den Crystal Palace, ob das jetzt ein Einzelfall gewesen ist, bevor ich das Video mache, weil ich vorher halt wirklich eigentlich eine positive Einstellung gegenüber diesen Crystal Palace hatte. Aber das ist einfach nur wirklich richtig, richtige Abzocke. Abzocke der Menschen, die einfach nur Liebe und Zärtlichkeit wollen. Und deswegen kann ich diese Crystal Palace überhaupt nicht empfehlen mehr. Ich werde auch jetzt, wenn da mal zur Sprache kommt oder sowas, das auch genauso formulieren. Und meine Meinung hat sich halt sozusagen jetzt neu justiert. Das bekommt ihr ja immer mit bei den Videos. Wenn sich irgendwas im Leben ändert, wenn sich irgendwie ja, neue Erkenntnisse einstellen, das ist ja das Schöne am Leben, dann ja, prägen die neu. Und umso mehr ist es wichtig, mit sehr, sehr vielen Menschen Kontakt zu halten, ein großes soziales Netzwerk zu halten und von deren Erfahrungen auch wieder zu lernen. Und so hat man dann eigentlich einen immer, immer besseren Überblick über das Leben und über die Sachen, die existieren. Und also mit diesen Kuschelpartys, ja, ich habe es schon gesagt, ich kann es nicht mehr empfehlen. Es ist auch so, dass zum Beispiel, wenn ihr jetzt immer zum Rohkostputler kommt, ja, ich nehme alle, die zum Rohkostputler kommen, erstmal in den Arm. Ja, und kuscheln mit denen, egal ob die alt, dick, groß, klein sind oder sonst was. Ja. Eine Ausnahme mag vielleicht sein, wenn jemand extrem ungepflegt ist. Ne? Aber dann geht der schon, hat er ja, sagt man, nicht so eine große Selbstliebe für seinen Körper. Also, das verstehe ich auch, das kann ich auch nachvollziehen, wenn auf Kuschelpartys jetzt jemand hinkommen würde, der jetzt stinkt oder sowas. Oder der ungepflegt ist. Oder, also ungepflegt im Sinne von nicht gewaschen, sowas. Ja, das verstehe ich, das ist in Ordnung. Ja. Dass man da sagt, okay, dieser Mensch hat jetzt so wenig Selbstliebe für sich selbst, daran sollte er erstmal vielleicht arbeiten, bevor er sich dann die Liebe von anderen sucht. Und es gibt natürlich auch die Fälle, wo sicherlich ja, jemand vielleicht tatsächlich unter sexuellen Gesichtspunkten so eine Kuschelparty besucht. So, und das vielleicht zu negativen Erfahrungen gekommen ist, seitens der Betreiber und sie das deshalb so explizit erwähnen. Ja, aber das sind Einzelfälle und man kann dadurch nicht, und vor allem nicht, kann man nicht nur ein Geschlecht diskriminieren. Und das finde ich halt einfach, ja. So sehr natürlich auch Männer häufig die sexuell Agierenden sind, ne? Und sexuell denkenderen Menschen sind. Trotzdem sollte man es nicht diskriminieren, man sollte trotzdem Gleichberechtigung walten lassen. Ne? Es ist ja auch so in der Gleichberechtigung bei Jobs, dass zum Beispiel als dass man Bauarbeit oder als Möbelpacker oder irgendwas, dass Männer per se besser geeignet sind auf ihre körperlichen Konstitution. Aber trotzdem muss derselbe Lohn gelten. Ne? Es muss erstmal Gleichberechtigung existieren, formal. Und das tut es definitiv nicht bei den Kuschelpartys. Und ja, deswegen ja, bin ich da ein bisschen enttäuscht. Von den Kuschelpartys und natürlich auch von den Menschen, die halt eben zu dieser Einstellung haben, ich drück doch nicht jeden. Da gibt es doch sicherlich einige von euch, die so denken. Ich drück doch nicht jeden. Was soll denn da passieren? Ne? Ihr schenkt Liebe, ihr schenkt Zärtlichkeit. Es ist kein gesundheitliches Risiko in irgendeiner Weise für euch. Ihr schenkt Liebe, ihr verbindet euch mit jemandem. Ich verbinde mich doch nicht mit jedem. Probiert es da einfach mal aus. Drückt doch einfach mal die Menschen, umarmt die Menschen. Ihr seid sowieso verbunden mit diesen Menschen, ja, energetisch. Ihr seht das nicht. Ihr denkt ja auch, eure Hand oder ihr selber seid feste Materie. Ihr besteht nur aus Energie und ihr seid ständig im Austausch mit eurer Umwelt. Ich bin im Austausch jetzt hier mit dem Boden, mit dem, was um mich rum ist. Ja. Meint ihr, ihr vergebt euch so viel, wenn ihr einen Menschen umarmt? Meint ihr nicht viel mehr, dass es vielleicht so ist, dass ihr Blockaden habt, dass ihr Dinge habt, die euch selber hindern, das fließen zu lassen und dass so eine Umarmung eben dazu führen würde, dass ihr offener werdet und dass ihr das Leben, was im Endeffekt eine universelle Verbundenheit ist, besser greifen könntet, wenn ihr das mal probieren würdet? Es richtet sich wirklich nur an diejenigen, die Probleme haben, andere einfach mal zu umarmen. Ja? Keiner ist gezwungen, jemanden zu umarmen. Ihr habt alle das Recht, bla bla bla. In jedem Fall. Aber ich kann es nicht nachvollziehen.
ich kann es nicht nachvollziehen, wie man zu einer Kuschelparty geht. Wie gesagt, es sind die gerichtet, die jetzt zu so einer Kuschelparty gehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man zu einer Kuschelparty geht und dort anfängt zu selektieren und zu sagen, na, mit dir kuschel ich nicht. Und du bist ein alter Mensch, du hast Falten, bist ein Mann und jetzt kuschel ich nicht. Da habe ich den Jungen attraktiv und da kuschel ich lieber mit dem. Das ist nicht Sinn, meiner Meinung nach. Oder es sollte nicht Sinn sein von so einer Kuschelparty. Zärtlichkeiten austauschen, Auren verschmelzen. Es hat mich sehr traurig gemacht gestern. Es hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Auch, dass dieser Mensch sozusagen, was ich eingangs schon erwähnt habe, zu einer Kuschelparty Geld bezahlt hat, um dann demotiviert, desillusioniert und depressiv zu werden, nur um dann das wieder in dem Coaching aufarbeiten zu müssen und dann nochmal Geld bezahlt. Bei mir glücklicherweise kann er das freiwillig tun. Das heißt, ich sage immer, jeder soll das geben, was sich für richtig anfühlt. Und bei der Kuschelparty hätte er wahrscheinlich dann gar nichts bezahlt und das wäre in Ordnung gewesen. Ne? Genauso ist es in Ordnung, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme und der oder diejenige hat das Gefühl, dass ich ihm überhaupt nicht helfen konnte, dann ist es in Ordnung, wenn er gar nichts zahlt. Ne? Das ist für mich auch ein gutes Feedback, zu sagen, okay, ich könnte diesem Menschen nicht helfen. Und dann möchte ich ja natürlich auch nichts haben. Ne? Das ist einfach nur extrem schade und es bedrückt mich und ich wollte das einfach mit euch teilen. Ja, ich empfehle keine Kuschelpartys offiziell. Ja, wart ihr schon mal auf einer Kuschelparty? Hättet ihr gedacht, dass das so diskriminierend ist? Mit so viel Regelwut? Hättet ihr gedacht, dass das so eine finanzielle Sache, so eine kommerzielle Sache ist? Kuschelpartys. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns in den Kommentaren. Oder spätestens morgen oder übermorgen. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.